Hallo, heute möchte ich euch wieder die Frage der Fragen stellen. Was ist eigentlich ein Kuriosum? Ich bin der Meinung, dass zum Leben auch etwas Humor gehört. Aus diesem Grund steht das Mystinarium, also dieser Kanal, nicht nur für Seher und Propheten. Auch über Kurioses und Skurriles aus der Geschichte soll in einiger Regelmäßigkeit berichtet werden, denn diese Ereignisse sind auch ein richtiges Mystinarium. Also lasst euch ein wenig erheitert mit 12 Heilmitteln, die völlig nutzlos sind. Lasst uns beginnen und vielleicht entlockt die eine oder andere Anekdote euch ein Lächeln oder auch einen ungläubigen Blick. Mich würde es sehr freuen. Erstens, Wilhelm Hilden, im 17. Jahrhundert ein Top-Chirurg, empfahl die Verwendung einer postoperativen Salbe aus pulverisiertem Mumiengewebe, Regenwürmern, Schweinehirn, Eisenoxid und Moos vom Schädel eines Mannes, der im Zeichen der Venus gehängt worden war. Der wahrhaft innovative Aspekt von Hildens Rezept bestand darin, dass die Mixtur nicht auf die Wunde, sondern auf die Waffe, die die Wunde verursacht hatte, aufgetragen werden sollte. Na, das hat sicher gewirkt. Zweitens, im 16. Jahrhundert waren die meisten Gelehrten fest davon überzeugt, dass Bezoar oder Magensteine, harte Absonderungen, die sich im Magen von Kühen oder in den Gallenblasen von Ziegen bilden, magische Fähigkeiten besitzen. Der für seine Zeit überaus moderne französische Barbier und Chirurg Ambroise Paré stieß viele Traditionalisten und besonders den französischen König Karl IX., der ein großer Fan von Bezoarsteinen war, vor den Kopf, als er verkündete, dass die Steine vollkommen nutzlos seien. Paré beschloss, seine Behauptung durch ein Experiment zu beweisen. Ein Koch, der wegen Diebstahls verurteilt worden war und öffentlich erdrosselt werden sollte, wurde vor die Wahl gestellt. Entweder er erhielt die ihm zugedachte Strafe oder er schluckte eine tödliche Dosis Gift zusammen mit einem Bezoarstein, der den Ruf hatte, ein wirksames Gegenmittel für alle Gifte zu sein. Der Koch entschied sich für das Gift und starb nach einigen Stunden unter qualvollen Schmerzen. König Karl folgerte aus dem Experiment, dass der Bezoarstein eine Fälschung gewesen sein musste. Na klar, kann nur so sein. Drittens, Jean Nicot, der französische Botschafter in Portugal, ging 1560 in die Geschichte ein, als er einer bemerkenswerten neuen Wunderdroge seinen Namen gab: Nikotin. Nikotin wurde als Antiseptikum und Allheilmittel angesehen, das Geschwüre, Bisse, Kopfschmerzen, Erkältungen und Rheumatismus heilen sollte. Ein bekannter englischer Arzt rühmte Monsieur Nicots Entdeckung als eines der besten und sichersten Heilmittel der Welt für Schlaganfälle und Schwindelanfälle. Tabak wurde gelegentlich auch zur Behandlung von Asthma, Gicht, Geburtswehen und sogar Krebs verwendet. Rauchen gefährdet ihre Gesundheit nicht. Viertens, anerkannte Heilverfahren für Syphilis waren früher unter anderem Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau, das Einreiben des männlichen Geschlechtsteils mit Mist und ein Bad in Pferdeurin. Im elisabethanischen Zeitalter bestand die einzige Vorsichtsmaßnahme zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten darin, die Genitalien mit Essig einzureiben. Im 18. Jahrhundert wurden Geschlechtskrankheiten unter anderem mit einer ordentlichen Trachtprügel oder einer Geschlechtsteilpackung aus den Innereien eines frisch geschlachteten Huhns behandelt. Japp, sich effizient. Fünftens, obwohl Morphium zu den Drogen gehört, die am schnellsten süchtig machen, 20 bis 25 Tage reichen aus, um jemanden zum Junkie zu machen, wurde es bis ins 20. Jahrhundert hinein als schmerzstillendes Mittel für alle möglichen Wehwehchen verwendet,
unter anderem auch für eher harmlose Beschwerden wie Erkältungen und leichte Kopfschmerzen. Zu Beginn unseres Jahrhunderts waren in etwa 3000 Geschäften der Vereinigten Staaten mehr als 50.000 verschiedene Arzneimittel auf Opiumbasis ohne ärztliches Rezept erhältlich. Im amerikanischen Bürgerkrieg wurden Morphium und Opium so häufig verwendet, ersteres als Schmerzmittel, letzteres als Freizeitdroge, dass Opiatabhängigkeit auch als die Armeekrankheit bezeichnet wurde. Als der US-Kongress 1919 die Prohibition durchsetzte, empfahlen amerikanische Ärzte Morphium als idealen Ersatz für Alkohol. Während der Prohibition starben etwa 35.000 Amerikaner nach dem Genuss von schwarz gebranntem Schnaps und anderem illegal hergestelltem Alkohol. Für die Ehefrauen von Alkoholikern bot der Versandkatalog des Kaufhauses Sears ein Gebräu namens White Star Lee Quar Cure an, das eine hohe Dosis Morphium enthielt. Die liebende Gattin kippte ihrem Mann das Medikament in den Kaffee, sodass dieser bewusstlos wurde und nicht mehr in die Kneipe gehen konnte. Das Mittel gegen Alkoholsucht machte zwar Morphium süchtig, aber das war weiter kein Problem. Auf derselben Katalogseite war nämlich auch Sears Narcotic Cure für Drogensüchtige zu bestellen. Schön, dass es die liebenden besseren Hälften gab. Sechstens. Im England des 16. Jahrhunderts wurde ein an Mumps erkrankter Patient in das Halfter eines Esels gesteckt und dreimal um einen Schweinestall geführt. Ich frage mich nur noch, warum? Siebtens. Bis ins 17. Jahrhundert, als der französische Chirurg Ambroise Paré nachwies, dass es ganz und gar ineffizient war, wurden Männer mit einem Eingeweidebruch routinemäßig kastriert. Ja. Achtens. Im Mittelalter war das beliebteste Heilmittel für Lepra ein Bad in Hundeblut. Wenn kein Hund greifbar war, konnte man sich auch mit einem Kleinkind von 2 Jahren behelfen. Oh Gott, wie schrecklich. Neuntens. Als im 19. Jahrhundert die Röntgenstrahlen entdeckt wurden, erklärte man sie unverzüglich für harmlos und so heilsam wie das Licht der Sonne. Das führte dazu, dass selbst die kleinsten Wehwehchen mit Bestrahlungen behandelt wurden. Etwa 40 Jahre lang, bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, wurden zahllose Menschen wegen eher harmloser Beschwerden wie Schuppenflechte und Akne einer tödlichen Strahlenbelastung ausgesetzt und bei Frauen wurde eine postnatale Depression mit einer Bestrahlung der Eierstöcke behandelt. Dafür gibt es von mir eindeutig einen Daumen nach unten. Zehntens. Der im 19. Jahrhundert in New York lebende Arzt Dr. Thomas Spencer erfand ein Heilverfahren gegen Cholera, bei dem der After des Patienten mit Wachs verstopft wurde. Kann mir wer erklären, was das soll? Elftens. Amerikanische und britische Hersteller bewiesen beim Mischen ihrer Produkte äußerste Kreativität, bis Anfang des 20. Jahrhunderts Gesetze erlassen wurden, die falsche Angaben über die Zusammensetzung von Arzneimitteln verboten. Blei und Arsen wurden häufig mit Backpulver oder Gelatine kombiniert. Obwohl die Angehörigen derjenigen, die durch die Einnahme dieser Heilmittel gestorben waren, auf Schadensersatz klagten, entschieden die Gerichte in der Regel zugunsten der Hersteller und wälzten die Verantwortung auf den Käufer des Medikaments ab. Hustensaft für Säuglinge und Kleinkinder enthielt extrem gefährliche Narkotika und tötete jedes Jahr etwa 15.000 Kinder in England. Dr. Rupert Welk's Radiated Fluid for Cancer enthielt radioaktive Substanzen, die häufig zu einem qualvollen Tod führten. Gut, dass wir in einer anderen Zeit leben. Zwölftens. Obwohl sich Terpentin eher zum Reinigen von Pinseln als zur Behandlung von Krankheiten eignet, wurde es im 18. Jahrhundert regelmäßig von den Ärzten verschrieben, nachdem diese entdeckt hatten, dass sich Blasensteine in Terpentin auflösen. Terpentin ist hochgiftig und führt bei innerer Anwendung zu Nierenschäden und dann zum Tod. Zugegeben, diese Geschichten sind alle ganz schön makaber, aber als ich sie das erste Mal hörte, konnte ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Dies ist auch der Grund, warum ich sie euch heute vorgestellt habe. All diese Ärzte waren so felsenfest von ihren Heilmethoden überzeugt. Ich bin sicher, sie hätten Stein und Bein darauf geschworen. Ob in einigen Jahren auch über unsere Medizin eine solche Liste erstellt wird? Kein schöner Gedanke. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit diesen doch sehr bizarren Behandlungsmethoden ein wenig unterhalten. Und vielleicht ist euch auch ein kleines Lächeln entwischt. Ob das alles wirklich wahr ist, kann ich nicht beschwören. Aber man findet immer mal wieder solche Anekdoten in den unendlichen Weiten des Webs und ich möchte sie euch nicht vorenthalten. So bleibt mir jetzt nur noch, mich fürs Ansehen zu bedanken und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn ich euch die nächste Kuriosum-Liste vorstelle. Lasst gern einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Dies wäre für mich der höchste Lohn für meine Arbeit. Bis demnächst, dann macht es gut und lasst euch nicht ärgern.